So wird schlussendlich dein entscheidender Abiturschnitt berechnet. Willkommen zurück Abiturdaten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Du willst nochmal im Abitur alles rausholen, rechts vielleicht in der Oberstufe schon ein bisschen rum, okay, wie viele Punkte muss ich denn da wie wo schaffen, damit ich das dann schlussendlich auch wirklich pack. Und ganz ehrlich, das ist am Anfang gar nicht so einfach, wenn man es aber erstmal kurz jetzt super simpel erklärt bekommt, hat man es voll verstanden und genau das werden wir jetzt tun. Das Ganze ist natürlich so von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt so eine grobe Rechnung, womit man vor allem das vom Verstehen her super schnell drauf hat. Und zwar habt ihr 4 Halbjahre und die Abiturphase. Und jetzt ist es sozusagen so, dass aus diesen 4 Halbjahren, also die 2 Jahre, die du ganz regulär in der Oberstufe verbringst, kannst du in den meisten Bundesländern, wenn nicht sogar in fast allen Bundesländern, 40 Einbringungen machen. Das bedeutet, du hast zum Beispiel deine Enden, wenn du zum Beispiel in, keine Ahnung, im zweiten Halbjahr der 11. Klasse hast du dann, keine Ahnung, in Mathe 13 Punkte geschrieben, ja, das wäre dann eine Einbringung. Oder aus Biologie die Gesamtnote von 12,1, 11 Punkte, dann ist das deine Einbringung. Und quasi 40 Stück davon, nach verschiedenen Regeln, da suchst du bitte nochmal für dich selbst in deinem Bundesland nach, was genau es ist. 40 von diesen Einbringungen, meistens musst du sowas wie Deutsch, Mathe, zum Beispiel bei uns in Bayern, die musst du alle einbringen, alle 4 aus allen 4 Halbjahren, bei manchen kannst du was streichen, dann gibt es ein paar Joker-Regeln und so weiter. Das ist eben überall individuell unterschiedlich, aber vom Grundprinzip her ist es so, dass du einfach 40 Einbringungen hast aus deinen ganz normalen Halbjahren und dann kommen nochmal 20 Einbringungen aus der Abiturphase dazu. Zum Beispiel in Bayern ist es so, du hast 5 Abiturprüfungen, die werden einfach alle mal 4 genommen, das heißt alles eine vierfache Einbringung und dann ist das im Prinzip einfach deine 20 Einbringungen, halt eben 5, nur in vierfacher Wertung, die du dann aus der, aus der Abiturphase rausnehmen kannst. Und dann merkst du schon, du hast 60 Einbringungen insgesamt und die mal 15 genommen, also mal 15 Punkte, was du ja maximal erreichen kannst, ergibt das dann 900 Punkte. Du kannst in jedem Bundesland maximal 900 Punkte erzielen. Und diese 900 Punkte oder die 823 oder die 717 oder 625, wie viel du dann am Ende eben nach deinen 4 Halbjahren plus der Abiturphase gesammelt hast, dazu gibt es dann eben eine Tabelle, auch die findet ihr ganz leicht im Internet, wo eben gesagt wird, ab welcher Punkteanzahl hast du welchen Abiturschnitt. Ich sage euch einfach mal kurz durch, von 900 bis 823 Punkten hast du die 1,0, von 822 bis 805 hast du die 1,1, von 804 bis 787 die 1,2, von 786 bis 769 die 1,3 und das gilt meines Wissens glaube ich auch wirklich auch in fast jedem Bundesland genau diese Tabelle so. 1,4 hast du bei 768 bis 751, 1,5 bei 750 bis 733 Punkten, bei 732 bis 715 Punkten hast du 1,6, 1,7 bei 714 bis 697, 1,8 bis 696 bis 679, 1,9 von 678 bis 661, 2,0 wenn du 660 bis 643 Punkte hast und so weiter und so fort, geht das dann runter, könnt ihr individuell nachschauen und dann hier das Ganze runter eben, dass du 3,9 noch mit 318 bis 301 Punkte hast. Mit 300 Punkten, wenn du ansonsten alle anderen Hürden, die es in deinem jeweiligen Bundesland noch gibt, erfüllt hast, quasi trotzdem bestanden hast, dann kannst du mit 300 Punkten quasi gerade noch so mit 4,0 bestehen. Alles darunter ist dann durchgefallen. So, super simples, super kurzes Video, wie euer Abiturschnitt berechnet wird. Das ist es eigentlich schon. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Schnitt ihr abzielt. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal übrigens, viel guter Content hier. Und ansonsten, dein Leo.